Willkommen zurück zu SFS Tutorial und willkommen zum vierten Teil vom Planet Edit Tutorial. Hier haben wir die Oberfläche. In der letzten Folge haben wir uns ja die Atmosphäre angeschaut. Heute kommt dann die Oberfläche dran und in der nächsten Folge kommt dann der letzte Teil dran, nämlich die Nachbearbeitung. Und dann haben wir es so ziemlich geschafft. Dann sind noch diese paar Texturen zu schaffen, unter anderem eben die Atmosphäre und die Wolken. Allerdings gibt es hier auch noch ein paar Texturen. Und wir fangen einfach mal an und dann seht ihr es auch schon direkt. Wir haben hier erstmal die Eigenschaften für die Oberfläche. Das braucht ihr eben auch nur bei Körpern mit Oberfläche, sonst könnt ihr es komplett entfernen. Oder eben ihr behaltet es einfach, wenn ihr eine bestimmte Textur haben wollt. Deshalb wäre das dann auch ganz nützlich. Da haben wir Planet Texture, Zeile 54. Die Venus hat merkwürdigerweise die Textur von Deimos. Von mir aus, ihr könnt da natürlich eure eigenen Texturen reinmachen. Da wird auch wieder ein Video drüber kommen, zusammen mit der Atmosphäre, zusammen mit den Wolken. Und dann werden wir auch tatsächlich ein paar Planeten erstellen und eine Sonne. Denn ich habe nämlich vor, ein eigenes Sonnensystem zu erstellen, das ihr dann auch benutzen könnt. Und das wird auch ein großer Teil sein. Das werden wir dann auf jeden Fall auch machen. Jedenfalls ist das die Textur für den Körper. Und wir können standardmäßig schon die ganzen Planeten und Monde benutzen, bis auf Venus. Also wir haben hier Merkur, Erde, Mond, Mars, Phobos, Deimos, Jupiter, Io, Europa, Ganymed und Callisto. Ihr seht, also ist alles vertreten, bis auf die Venus. Dann Planet Texture Cutout, das ist hier bei 0,945. Eine sehr merkwürdige Zahl, aber es macht auch Sinn, denn das ist das Maß fürs Zuschneiden der Planetentextur. Also ihr werdet es dann sehen, wenn wir die Texturen machen. Und wenn man das nicht zuschneidet, dann kann es passieren, dass die Pixel auf dem Planeten erkennbar sind. Wenn man das hier auf 1 lässt, also wenn man hier diese Zahl auf 1 lässt, dann könnte es passieren, dass Pixel drauf sind. Deshalb schneidet man es häufig ein bisschen zu. Hier in dem Fall auf 0,945, wodurch dann eben die Textur ein bisschen zugeschnitten wird und diese Pixel verschwinden dann halt eben. Dann haben wir Surface Texture, und zwar A. Und es gibt maximal 3, also es gibt A, B und C. Und wir haben hier zum Beispiel die Erde. Da haben wir Surface Texture Blurred. B ist None und C ist wieder Blurred. Aber ihr seht, das sind hier verschiedene Größen. Das unterscheidet sich hier um fast das Fünffache von der Breite her und etwa das Dreifache von der Höhe her. Es gibt halt verschiedene. Wir haben hier auch bei Mars, wir haben einmal Soft Rocks, Hard Rocks und nochmal Soft Rocks, aber wieder auch mit verschiedenen Größen. Und es ist folgendermaßen, Surface Texture A ist ganz oben an der Oberfläche und C geht schon weit in den Mittelpunkt hinein. Also müsst ihr da schon sehr weit rauszoomen und deshalb ist es auch hier deutlich größer als weiter oben. So, wir haben halt auch die verschiedenen Texturen. Hier haben wir Dust und da sind verschiedene Sachen gültig. Wir haben natürlich Dust, wir haben hier Dark Dust, wir haben Black Dust, wir haben Limestone, Soft Rocks, Hard Rocks, wir haben Eis, wir haben Blurred, Circles und None. Wobei Circles mehr so die Krater darstellen sollen, die es auf der Oberfläche geben kann. Und None bedeutet natürlich, dass da eigentlich keine Textur ist, was quasi mehr so ein Platzhalter ist oder wenn ihr nur zwei Texturen haben wollt. Und es kann mehrere geben, halt von A bis C. Die haben dann jeweils eine Höhe und eine Breite, ist relativ logisch. Und das macht ihr dann halt dreimal. Ich habe die anderen beiden einfach gelöscht, weil man muss es ja nicht dreimal erklären. Dann haben wir Surface Layer Size und das ist hier bei 60. Und zwar ist es die Höhe der Texturenschichten in Meter.
Wir haben halt verschiedene Texturenschichten. Also wir haben natürlich A, B und C. Und C erstreckt sich dann halt eben bis zum Erdmittelpunkt quasi. Und wir können damit festlegen, wie groß die einzelnen Texturenschichten sind. Deshalb muss man da so ein bisschen herumspielen, sodass man den perfekten Mittelpunkt zwischen gut aussehen und wenig Lag findet. Also das sieht dann eigentlich ganz okay aus. Dann haben wir hier zwei Min-Fade und Max-Fade, die gehören beide zusammen. Und zwar, ja, Fade ist eigentlich verblassen, ist so ein bisschen irreführend. Das ist eigentlich die Deckkraft für die Texturen. Und zwar haben wir hier 0,0 bis 0,8. Das heißt, dass hier das Maximal ist, es ist komplett durchsichtig und hier hat es eine Deckkraft von 0,8. Ihr könnt das auf praktisch jede Zahl setzen, aber wenn ihr es auf Zahlen über 1 setzt, dann fängt es langsam an, hässlich zu werden und kann zum Beispiel die Erde komplett schwarz färben. Deshalb würde ich da eigentlich nicht besonders viel ändern. Dann Shadow Intensity, ja, das sagt deutlich aus, dass die Intensität, die Stärke der Schatten an der Oberfläche nicht an den Raketen und an den Fahrzeugen, sondern nur an der Oberfläche. Und zwar gibt es doch da immer so kleine hellere Stellen und dann wieder dunklere Stellen, je nachdem, ob ihr auf den Berg rauffahrt oder runterfährt. Und ja, wenn ihr das zu hoch einstellt, dann habt ihr sehr starke Schatten. Und wenn ihr das niedrig einstellt, dann habt ihr halt sehr weiche oder praktisch keine Schatten. Shadow Height gehört auch noch dazu. Also es ist einfach die Höhe oder die Tiefe der Schatten an der Oberfläche. Jedenfalls, wenn ihr es auch auf eine hohe Zahl setzt, dann habt ihr sehr, sehr tiefe Schatten, die quasi einen Riss in der Oberfläche bilden. Also es ist kein physischer Riss, es sieht einfach nur so aus. An der Stelle werde ich das Video aufteilen, denn das Video geht schon fast 20 Minuten lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!